Wenn du alles Unmögliche ausgeschlossen hast, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, wie unglaublich diese auch erscheinen mag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen parapsychologischen Untersuchung. Wie ihr seht, befinden wir uns wieder an diesem wunderschönen Kreuz. Das heißt, wir sind wieder auf dem Eckeweg unterwegs, wo wir letztens am Tag waren, wo ja, wie wir schon letztens erklärt haben, der Geist eines Mörders mit der Axt und den 6 glühenden Nägeln umgehen soll, die er Nacht für Nacht, Stunde für Stunde, also eine Stunde lang insgesamt zählen soll. Und beides versuchen wir jetzt heute Nacht herauszufinden, nachdem wir am Tag so ein bisschen hier erkundig gemacht haben, wo was ist. Und wir schauen einfach mal, ob wir was finden. Und wie immer nehmen wir euch gerne dazu mit. So, willkommen. Hier sind wir beim Forsthaus. Da stand es mal. Und da drüben ist dann das Gedenkkreuz, wo die Leute ermordet wurden. Das ist ein Anzeichen dafür, das Gedenken. Ich habe jetzt unsere erste Überwachung aufgebaut. Wir befinden uns hier mitten auf dem Eckeweg auf der Kreuzung. Hinter euch sozusagen ist so im 100, vielleicht 200 Meter Entfernung das Forsthaus. Hier ist der Eckeweg nach links und rechts. In die Richtung filmt die Thermalkamera. In diese Richtung die R-Kamera verstärkt mit Fassenlight. Und was ihr seht hier, dieser grüne Strahl. Das ist unsere Lichtschranke, die wir aufgebaut haben. Da ist der Shadow Master. Und wenn wir gleich in der Nähe sind, gehe ich mal kurz durch. Dann hört ihr auch, wenn der Strahl unterbrochen wird, dann reagiert er entsprechend mit dem Signalton. Wir gehen jetzt erstmal in die Richtung. Die anderen Jungs, die wir heute dabei haben, gehen in die andere Richtung dann. Und das tauschen jetzt ab und an, bis die ganze Nacht um ist. Die monitoren derzeit beim Forsthaus, dass mit da uns nichts entgegengeht. Und wir stellen jetzt noch die Trailcam auf. So, hier ist das Ende. Da ist unser Shadow Master. Wie ihr seht, wird er von Laser angestrahlt. Und wenn jetzt irgendwas durchschreitet, ist ein langer Weg, den wir jetzt gegangen sind. Ich mache mal einen Fuß davor, dann gibt er die entsprechende Signalton. Und wir wissen, dass dann irgendwas diese Lichtschranke passiert hat. Schauen wir mal, ob wir jemanden finden hier. Jemanden oder naja, irgendwas. Jemanden mit glühenden Nägeln in der Brust, der sich eine Stunde lang zählt. Idealerweise. Sollte eigentlich nicht zu übersehen sein, ne? Die Sonne ist gerade aufgegangen im letzten Moment. Ist das unsere Stelle da hinten? Guck mal her. Ja, laufen wir hier ein bisschen lang und gucken mal dahinter. Schauen wir hier schon, weht schon ein bisschen hin und her. Sind das wir, ne? Das ist uns so bald. Die Jungs meinst du da hinten? Ja. Da, ne? Ja. Also zumindest ist da ein Licht an. Da kann ja nicht viel sein aus der Richtung, das sind ne? Zwei Lichter nebeneinander, das müssten die bald sein. Ja, so, wir müssen ja momentan so ein bisschen nach Lichtern hauptsächlich suchen. Aber wenn wir so laufen, dann können eigentlich nur die sein. Der Winkel würde ja, wir sind ja einmal so im Halbkreis jetzt gegangen. Eben, der Winkel würde stimmen. Okay.
War auf jeden Fall keine Eule. Die fliegen lautlos. Sind wir das? Machen wir so ein rauschendes Geräusch beim Laufen? Ich weiß es nicht. Das hast du auch gehört. Das habe ich vorhin schon mal gehört, wo ich dir gesagt habe, das ist ein Auto. Lauf mal einmal. Ich glaube, das ist deine Tasche. Ja? Ich meine ja. Ich habe es gerade eben nicht gehört, aber... Ich weiß nicht, also für mich hört sich das jetzt anders an. Aber hier kann doch kein Auto durchrauschen. Nee, für mich klang das jetzt wirklich wie ein Auto im Zug oder sonst was. Also ich höre meine Tasche rascheln, aber das Ding komplett anders finde ich, viel höher. Das Geräusch auch tiefer fand ich. Gerade wieder. Es sind irgendwo Geräusche. Aber wenn man stehen bleibt, hörst du nichts mehr. Hast du wieder das Rauschen gehört? Oder? Also ich hätte es gesagt, so aus dieser Richtung ist jetzt irgendwas gekommen. Das wird schon hoch bewachsen. Das ist abgerodet, schätze ich mal. Und schon teilweise überwuchert. Heftig. Hör ich nochmal nach vorne? Gut, danke. Da hatte ich erst gedacht, irgendwas guckt da raus. Ja, deswegen. Thank you.
laufen. Ich noch keine halbe Stunde. Ich habe das Gefühl, wir sind schon weit gekommen. Ich hoffe ja mal nicht, dass mein Handy ausgegangen ist jetzt in der Zeit. Aber gefühlt würde ich sagen, haben wir eine halbe, aber das kann täuschen. Nö, ist. Wir haben. Ja, in 2 Minuten würde er klingeln. Willst du umdrehen, oder? Ja, wenn wir jetzt schon geguckt haben. Hast du auch gehört? Ja. Hast du auch gehört? Ja. Das war richtig krass. Irgendwas Schweres darunter gefallen. Ja. Runtergefallen, ja. Das klang so, als ob irgendwas nicht runtergefallen ist. Die Richtung irgendwie. Das klang nicht so, als ob da irgendwie auf ein Stück Holz so getreten wäre. Da ist wirklich irgendwas runtergefallen. Die Richtung, falls sich da irgendwas bewegt und man das hat. Können aus der Richtung da hinten, also zum Bauernhaus, habe ich jetzt die, sag ich jetzt mal, die beiden gehört. Ich weiß nicht, ob die jetzt in die Richtung da gegangen sind. Also da waren auf jeden Fall. Waren sie da hinten? Genau, richtig. Dort. Aber ich habe noch nicht gesehen, dass sie zurückgegangen sind, ne? Nee. Weil da war 100% auch Stimmen hier zu dem Bauernhaus. Ein bisschen weiter entfernt. Ausmachen. Das ist in die Richtung, oder? Das ist in die Richtung, genau.
so irgendwie so ein Brummen aus der Richtung. Ja, ein ganz leichtes. Werden wir gleich nochmal rauskriegen, wenn wir den Rekorder einmal abholen. Okay, da sieht man das Licht da ein bisschen. Ja. Ja, okay. Es war lauter. Es war lauter. Auf jeden Fall lauter. Man sieht jetzt da, dass der gerade ungefähr. Nee, das war sehr nervig und nicht sehr lang. Ja, also er war auf jeden Fall lauter. Er ist auf jeden Fall leiser. Ja. Und das ist ja nicht mal, das ist ja eigentlich fast schon nebenan, ne? Ja. Das war komisch. Aber haben wir ja zum Glück drauf, werden wir dann hören. Und wofür ist das? Das weiß ich nicht genau. Da siehst du, da hinten sind so Wetterstationen. Das ist eine wunderschöne Hütte. Und wenn man hinten ein bisschen in den Wald reingeht, ist dieser super alte Brunnen, der aus dem großen creepy Horrorfilm. Also eigentlich relativ schön so. Das ja, stimmt, sind zwei Hütten. Ein Schuppen und ein richtiger. Ich habe sie echt verdrängt schon wieder. Und da hinter diesem großen Busch da hinten, da ist der alte Punkt. Okay. Und die Hütte hat sogar eine Hausnummer. Ja. Und das hier ist alles der nächste Alleswetterstation. Ach jo. Interessant. Das ist Stacheldraht, oder? Ja. Ja, nee, normaler. Das ist der Punkt. Aha, muss einmal gucken. Da vorne ist der Hochstapel. Oh, da habe ich direkt The Ring im Kopf. Ja, aber eben fürs Protokoll. Vorhin haben wir den Weg eingeschlagen. Und jetzt werden wir quasi ja den Weg ein Stück zurücklaufen, dem wir hingekommen sind. Genau, richtig. Ja, so 2 Uhr, ihr könnt hinkommen ungefähr, ne? Ja. Boah, 100% Luftfeuchtigkeit. Also so wie. Ja, aber das merkt man auch gerade. Ja. Bist du hier irgendwo? Es wird gesagt, dass du jemanden umgebracht hast. Möchtest du dich dazu äußern? Musst du wirklich jede Nacht hier umgehen? Ein Auto, oder? Ja, wahrscheinlich ist die Straße ein bisschen.
das jetzt hier schon das Wohnhaus? Nee, es kommt aus der Schranke. Das ist diese kleine, wie hast du gesagt, hieß das? Unterstand? Nee. Ach so, Schutzhütte, genau. So was in der Richtung, das muss das hier sein. Mhm, okay. Das Haus kommt aus der Schranke, die ist aber gleich hier. Mhm. Die Jungs sagten, in der Schranke hat 10 Grad. Es wird hier gerade extrem warm, oder nicht? Ja, hier geht es auch gerade wieder hoch. Wir waren gerade bei 11, jetzt sind wir bei 14. Also fast 14. Ja, ist aber wirklich, ne? Das merkst du sofort. Aber haben die nicht gesagt, es wird kälter? Ja, deswegen haben sie gesagt, es geht auf 10 Grad runter. Ich finde, hier wird es gerade richtig warm. Ja, wie gesagt, 4 Grad mehr als bei der Hütte. Mhm. Also, ehemalige Hütte. Jetzt wird noch zumindest, glaube ich, wenn die kommen, ne? Tendenz steigend. Wir sind jetzt bei 14. Halt. Mhm. Um es zu zeigen, K2 zwar nicht, aber die Temperatur ist fast auf 15 Grad. Mhm. Ich bin mal gespannt, ob das sich gleich genauso anfühlt, wenn wir zurückgehen. Ja. Und ob wir merken, wie die Temperatur abfällt. Ja, Luftfeuchte geht jetzt auch gerade dramatisch runter, aber gerade auf Maximum, ne, jetzt sind wir relativ rapide. Ja gut, wenn die Temperatur hochgeht, dann geht die Luftfeuchtigkeit wahrscheinlich runter, ne? Muss ja nicht zwingend. Hm. Ja. Luftfeuchtigkeit sagt, wie viel Wasser in der Luft gesättigt ist. Mhm. Okay, mal gucken. Thank you.
keine Batterie will. Ah, die Batterie mal wieder. Ach doch, das ist eine drin. Oh, der hat gerade... Da ist sogar eine drin. Was meinst du denn? Aber würde der Winkel dann passen? Dann müsste das halt, theoretisch müsste der sich ja zu uns gedreht haben, um den Baum da anzulaufen. Ja, wie soll ich sehe jetzt die ganze. Ja, wir haben ja ein paar Sachen hier gehört. Vor allem haben der Jan und der Manfred hinter sich an dieser Stelle sehr deutlich und sehr laut zwei Männerstimmen gehört. Warst du das? Oha. Der hier vorne. Zweite Stufe. Hier. Ich würde sagen, zweite Stufe vom Geräusch. Also grün. Ja. Was er zuschaut, war es grün? Ja. Okay. Für mehr Aufnahme noch laufen. Die Folien tun die Tropfen stark genug abfangen, dass das nicht. Ja, klang wie ein Geräusch so. Ja, ja, genau. Das war da. Ja, weiß ich nicht, ob das ein Vogel war. War eher, glaube ich, ein Reh oder so. Ich dachte mir nicht. Hey, jetzt sehe ich auch das rote Licht, das ihr vorhin zu sehen. Ja, genau, das habe ich auch gerade nochmal mit Manfred gesehen. Da ist irgendwo ein Turm oder was, der da steht. Anscheinend. Vielleicht ist es dieser Eckelturm, wie der hieß. Mhm. Der auf dem Wanderweg stand. Oder der Windrad, genau. Oder ein Windrad. Der Windrad. Ja, ja. Es war jetzt halt komisch, dass es wirklich reagiert hat. Aber wie gesagt, ich habe gerade drauf geklopft und tropfen war es nicht. Ja, okay. Wie heißt du? Kennst du das Forsthaus, was hier mal stand? Das war das Forsthaus Klusweide. Hier ist ein sehr großer Mord passiert. Weißt du etwas darüber? Hattest du gerade das Gerät zum Leuchten gebracht? Also wenn du das nochmal machen möchtest, wäre natürlich sehr schön. Das ist ganz einfach. Du musst bloß rangehen und es anfassen. Das war blau, vom Geräusch. Ja, das war auch nicht einfach ganz normal, aber trotzdem.
Ja, damit sind wir am Ende der Untersuchung des Eckewegs angekommen und des Forsthaus Klusweide haben wir ja quasi zusammen gemacht, passte ja ganz gut. Und wir haben einiges gesehen und gehört. Tatsächlich hat Jan mit Kollege mehr gehört als ich mit dem Björn. Und wir müssen uns das natürlich in der Auswertung nochmal anschauen. Das ist sehr, sehr viel Material. Ihr kriegt das natürlich oder habt das jetzt alles natürlich schon zu sehen bekommen. Wir müssen das natürlich noch sichern, damit ihr das dann quasi die Best Scenes erhaltet. Und ich denke, wir haben diesmal auf jeden Fall irgendwas. Leider nicht den Geist, den wir wirklich gesucht haben. Aber wenn nur die Hälfte von dem, was wir erfahren haben, auch irgendwie dokumentiert wurde, denke ich, dass wir hier einen Parascore von 5 bis 10 mindestens haben werden, vielleicht sogar höher. Aber wie gesagt, das seht ihr jetzt im Video und die Auswertung folgt gleich. Wir fanden es eigentlich ganz nett hier. Das Gefühl ist eigentlich ganz okay. Sehr ruhig auf jeden Fall hier. Und wie immer, wenn wir unterwegs sind, ist die Luftfeuchtigkeit fast 100% und man merkt das halt auch, wir sind noch ein bisschen durch. Ja, es war etwas schlauchend, aber ja gut, wir haben jetzt ordentlich ein Stück vom Eggeweg und dann jetzt hier das Forsthaus. Mal gucken. Ja, deswegen, also wir sehen uns gleich bei der Auswertung. Tschüss. Tschö, tschö. Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.